Seid ihr herzlich willkommen. Du wirst jetzt Glück haben, weil das Glück ist direkt vor dein Haustür. Und wie verläuft das alles? In welchen Lebensbereich trifft es zu? Das schauen wir an bei dieser Legung. Diese beiden Karten zeigen deine Gegenwart. Hier erscheint die Zahl 5, hier auch, also hat eine Bedeutung. Und das heißt, entweder du schließt etwas ab, beendest etwas und kommt eine neue Richtung. Öffnet sich hier eine Tür und damit wirst du Glück haben. Das kann beruflicher Neuanfang sein, Neuanfang in die Liebe oder eine wohnliche Veränderung, wie auch immer, jeder trifft das andere zu. Was diese 5, diese Zahl noch bedeutet, Einflüsse von außen. Das kann gut sein, kann auch schlecht sein. Du musst die Entscheidung treffen, trennen Spreu von Weizen. Wenn wir hier die Bilder betrachten, die beiden Damen sind traurig, alles andere als Glücksfall oder Glücksgefühl. Hier bei dieser Karte handelt es sich um Gespräche. Entweder wartest du auf eine Nachricht, ein Angebot, einen Vertrag, das wird aber kommen, weil diese Tür öffnet sich für dich. Kann auch bedeuten, dass du möchtest etwas vermitteln und keiner hört zu, fühlst du dich alleine gelassen oder du weißt nicht, wie du das vermitteln sollst, ob du überhaupt was sagen sollst. Du bist gerade hier traurig, in sich gekehrt, nachdenklich. Du weißt nicht, wie das weitergehen soll. Hier bei diesem Bild handelt es sich um die Münzen. Und das hat einen Einfluss auf die Finanzen, auf Besitz, auf Wertschätzung oder indirekt auf deine Arbeit. Und du hast hier Verlustangst, Angst, Geld zu verlieren, Angst, Arbeit zu verlieren, Angst, alleine zu sein, keine Wertschätzung, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Die sind aber deinen Gedanken, deinen Gefühlen und das kann jederzeit verändern. Und wie kannst du das verbessern? Das zeigen die folgenden Karten. Hier sehen wir wieder die Zahl 5. Hier handelt es sich um Einflüsse von außen. Und das ist auch möglich. Aber es sind Angriffe von außen. Und du sollst du dich entweder schützen, dich wehren oder einfach links liegen lassen. Nicht damit beschäftigen. Und diese Karte zeigt schon, die Befreiung. Die Zahl 4 sorgt für Struktur, Sicherheit, Stabilität. Aber die Stäbe halten dich noch in die Enge und das ist nicht gut. Du befindest dich gerade in einer Situation, wo du dich alleine gelassen fühlst oder hast du das Gefühl, dass andere versuchen, einen Einfluss nehmen auf dein Leben und das ist unangenehm. Also verlasse diese Lage, befreie dich von dieser Enge, dann kannst du dich endlich aufatmen. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges. Hier sind wieder die Münzen. Also handelt es sich um Geld, um Besitz oder um Arbeit, eventuell Wertschätzung. Und dann handelt es sich um die Liebepartnerschaft. Aber du neigst dazu, etwas festzuhalten, was für dich vertraut ist. Und das hindert dich dabei, einen Neuanfang zu starten.
entweder beruflich oder mehr Leichtigkeit in die Liebe, Partnerschaft. Eventuell kann bedeuten, dass dein Partner versucht, dich festzuhalten, sogar kontrolliert dich und das hält dich in die Enge. Und du brauchst jetzt Luft, du brauchst die Leichtigkeit. Und worauf solltest du noch achten? Das zeigt, dieses Kind hat mehrere Bedeutungen. Entweder konzentriere auf die Kinder, weil die beschenken dich mit Lebensfreude, mit Lachen, oder denk nach an deine eigenen Kinder. Was ist die Ursache, dass du hier Verlustangst hast? Möglicherweise kommt von Kindheit. Oder damals hast du dich auch alleine gelassen gefühlt. Was aber diese Karte noch bedeuten kann, ein Neuanfang. Ein beruflicher Neuanfang oder ein Umzug oder die Neuigkeiten in die Liebepartnerschaft. Hier sehen wir Ganesha. In die indische Mythologie bringt Ganesha Glück. Außerdem wird immer verehrt, besonders bei einem Neuanfang. Und was ist die Botschaft von Ganesha? Schau das Ganze an. Diese Ganzheit zählt. Deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deine Umgebung, dein Energiefeld. Außerdem das Göttliche. Nicht die Probleme beleuchten und betonen, sondern diese Ganzheit ist auch diese göttliche Energie. Und wo liegt das Glück? Das schauen wir an. Du bekommst eine gute Nachricht, bringt dir Glück. Dieser Brief kann auch ein Vertrag sein, ein vorteilhafter Vertrag. Dann erscheint hier der Richter. Das kann eine rechtliche Lage sein, wo du Glück hast. Oder all das, was in Vergangenheit du als Ungerechtigkeit empfunden hast, jetzt kommt die Verbesserung. Dann bekommst du deine Rechte. Die Gerechtigkeit siegt. Und hier im dritten Karte sehen wir die Liebe, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und passieren noch einige Dinge in die Zukunft. Und das schauen wir an. Was ist zum Erwarten in die nahe Zukunft? Hier sehen wir das Wissen. Eine Bildung. Und diese Schlange ist die Heilenergie, Fortbildung im heilerischen Bereich oder Energiearbeit. Was noch bedeuten kann diese Kombination? Hier bei dieser Schlange eine Frau und hier handelt es sich entweder um Wissen oder diese Frau verheimlicht etwas. Aber Mond bedeutet die Rückzug, dass diese Frau entfernt sich von deinem Leben. Was Mond noch bedeuten kann, das sind die Träume, die Sehnsüchte, die Wünsche. Und dieser Traum wird wahr. Und du lernst die Energie verändern und mit dieser schlanken Energie kommt die Transformation, die Erneuerungsprozesse. Außerdem diese Kombination bedeutet auch die spirituelle Arbeit. Was wichtig ist, deinen Traum zu verwirklichen. Und so kommt Heilung in dein Leben. Und das große Glück liegt hier. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder jemand denkt an dich. Und hier bei Kelchen
handelt sich um Gefühle, also eine Liebesangelegenheit. Eine Versöhnung oder eine alte Liebe kehrt wieder zurück. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.